Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, hier zu Die Säulen der Erde. Wir suchen immer noch nach dem Brief von diesem Ritter und werden uns jetzt auf jeden Fall Remigius stellen. Wir wissen, dass er eine Schwäche hat, und zwar kann er nicht leiden, wenn jemand ihm gegenüber schweigt. Und das werden wir versuchen auszunutzen, wenn es geht, um ihn vielleicht zur Weißglut zu bringen, irgendwas Dummes zu tun. Mal sehen. Okay. Erstmal in die Stellung und sich übergeben, oder was? Okay. Schrecklicher Gestank, sollte man ausmisten. Die ganze Priorei ist ein Saustall. Skandal. So, ab zum Prios-Gebäude. Das geht ja so nicht mehr weiter hier. Das sind ja wirklich schlimme Zustände. Ach, guck mal. Remigius. Ich sagte, ich will nicht gestört werden. Bruder Remigius, es tut mir leid, dass ich deinen Gottesdienst gestört habe. Du meinst die Andacht für Prior James? Ich hörte, er sei ins Eis eingebrochen. Schrecklich. Ja, ich habe seinen Rosenkranz am Fluss gefunden. Jetzt lass mich weiterarbeiten. Zeige Bruder Markus den Schlüsseldieb an. Also ich frage erstmal nach dem Tod des Priors. Warum ist Prior James wohl nachts auf den Fluss hinausgegangen? Er wurde verfolgt. Verfolgt? Von wem? Vom Leibhaftigen. Aber warum sollte der Teufel Prior James nachstellen? Halte du dich besser da raus. Hast du nicht eine eigene Priorei, um die du dich kümmern musst? Okay, Frage nach dem Teufel. Sollen wir nachhaken? Ist es wirklich schlau, nachzuhaken? Wir probieren es mal. Glaubst du wirklich, der Teufel hat Prior James umgebracht? Einige der Brüder glauben das, und ich respektiere ihren Glauben. Vielleicht erfahren wir nie, was wirklich geschah. Belassen wir es dabei. Jetzt lass mich wieder an meine Arbeit gehen. Ich würde gerne einen Blick in Prior James' Dokumente werfen. Und wozu das, Bruder Philipp? Nun, unsere kleine Zelle hat dem Mutterhaus viel gespendet. Ich möchte sichergehen, dass alles richtig verbucht wurde. Dann traust du uns nicht, Philipp. Ist es das? Der Zustand dieser Priorei? Der Zustand dieser Priorei ist Sache des Priors von Kingsbridge. Ich möchte trotzdem gern Prior James Dokumente einsehen. Sie werden verbrannt. Heute Abend. Das habe ich gehört. Es war Prior James' letzter Wunsch. Ich folge seiner Bitte. Ohne die Kontobücher und Verträge ist der neue Prior verloren. Nach der Wahl werde ich der neue Prior sein. Jetzt bist du es aber noch nicht. Derzeit kann nur eine Kapitelversammlung über diese Dinge entscheiden. Natürlich. Bruder Andrew hat bestimmt Verständnis dafür, dass du James' letzten Wunsch nicht erfüllen willst. Der Sakristan muss eine Kapitelversammlung organisieren, um die Dokumente zu retten. Wenn du wirklich behilflich sein willst, such nach Bruder Cuthberts Schlüsseln. Er wird langsam alt. Dauernd verlegt er sie. Ja, ich glaube, es ist an der Zeit, tatsächlich das anzuzeigen. Ich würde es ja... Würde ich das durchgehen lassen? Ich weiß nicht. Bruder Markus ist ja wirklich ein ganz gieriger Charakter, das haben wir ja schon festgestellt, der auf jeden Fall nicht fürs Menschleben geeignet ist. Das haben wir jetzt ja schon mitbekommen. Der zumindest noch viel Arbeit braucht, bis er das machen kann. Das müssen wir tun, glaube ich. Bruder Markus hat Cuthberts Schlüssel gestohlen.
Bruder Markus. Ich kümmere mich um ihn. Du hast recht daran getan, ihn mir zu melden. Diebstahl ist etwas, das wir nicht hinnehmen können. So, so. Da ist er sich einmal sicher. Petze. Ha. Frage nach dem Schlüsseldieb. Was die Schlüssel betrifft, die Bruder Markus gestohlen hat. Ich kümmere mich um ihn. Du hast recht daran getan, ihn mir zu melden. Okay. Das wird er mir bestimmt übel nehmen, aber auf der anderen Seite... Naja, selber schuld, ne? Gut, also. Der Sakristan. Sie bekennen ihre Schuld, ohne es zu wissen. Sie haben den Weg verloren, aber es gibt Hoffnung für sie. Oh, das will ich hoffen. Werde später darüber nachdenken. Okay. Nicht jetzt. Ja, die werden mir bestimmt wenig zugeneigt sein, wenn sie erfahren, dass ich sie verpetzt habe. Aber gut. Kapitelversammlung organisieren. Ja, der Sakristan, wo ist der eigentlich? Sag das nicht. Warum nicht? So werde ich Andrew nicht überzeugen können, eine Kapitelversammlung zu halten. Wo ist denn Andrew überhaupt? Uns. Den haben wir noch gar nicht gesehen, oder? Wir sind Menschen. Ich suche Andrew. Wo ist er? Der liebe Andrew. Francis, was ist eigentlich bei dir los? Danke für deine Hilfe. Wie könnte ich es dir abschlagen? Du bist mein kleiner Bruder. Ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. Yes, you can. Ich sollte mit Andrew Sacrist reden. Es ist der einzige Weg. Der heißt Sacrist? Okay. Andrew der Sakristan. Aber wo ist der denn? In der Gruft ist er doch auch nicht. Bruder Andrew, wo warst du? Oder haben wir den schon gesehen? Nein, das ist doch nicht der Typ da auf den Gräbern, oder? Gehen wir mal wieder um die Kathedrale rum. Bewegen uns jetzt gerade hier ein bisschen im Kreis. Aber das geht gerade nicht anders. Nee, das ist Bruder Arnold. Ich wollte gerade sagen, das ist ja nicht Andrew. Ja, wo ist denn der Andrew dann? Ich gehe nochmal in die Küche, aber auch da war er eigentlich nicht. Das können wir übrigens beschleunigen. Werde ich an der Stelle mal nutzen. Remigius sagte mir, ich soll Andrew ein Kapitel einberufen lassen. Das ist der einzige Weg, James' Dokumente zu retten. Dann gibt es noch Hoffnung. Doch Bruder Andrew ist störrisch. Du musst auch störrisch sein, wenn du mit ihm redest. Okay. Aber wo ist denn Andrew? Das weiß ich immer noch nicht. Das macht mir irgendwie ein bisschen Sorgen. Remigius meinte, ich sollte den Sakristan überzeugen, heute ein Kapitel einzuberufen. Um die Haupt- und Kontobücher zu retten? Ich wusste, dass du das tun würdest. Und zu Recht. Aber was den Keller und meine Vorräte betrifft, ich habe alle Zahlen im Kopf. Warum Pergament und Tinte verschwinden? Naja, das geht ja nicht nur um Pergament und Tinte. Es geht ja tatsächlich auch um um diesen Brief. Das wissen die natürlich nicht. Das würden wir jetzt ja auch nicht unbedingt rausposaunen. Ich wollte in die Karte mal reingehen. Kingsbridge im Jahre 1136. Wo ist die Sakristei? Die muss doch normalerweise Kapitelhaus. Los. Da sind die beiden. I don't get it. Warum finde ich Andrew nicht? Den haben wir doch noch gar nicht gesehen, ne?
Gehen wir mal wieder hinter die Kathedrale. So, das Kapitelhaus. Hier ist auch nur die Tür zum Kreuzgang. Aber wir müssen auch essen. Ich hatte so viel. Wir kommen hier zusammen. Die Pilger spenden, die Adligen auch. Ach, Kapitelhaus, da, das habe ich völlig übersehen. Ein Tempel, um den Tempel zu ernähren. Okay, alles gut. Ich habe mich schon gewundert, ich dachte, hä? Was wir uns fragen müssen ist, kann der heilige Adolphus Kingsbridge in dieser dunklen Zeit noch beschützen? Prior James konnte er nicht retten. Seit der Blitz in der Kathedrale einschlug, war James nicht mehr er selbst. Wenn du mein Amt als Sakristan übernimmst, solltest du den Bischof um eine neue Reliquie bitten. Dann werde ich Subprior sein. Mhm. Ich und der neue Prior werden dich unterstützen. Okay, also er will wieder Politics machen hier. Ich glaube, wir sollten das ablehnen. Was Kingsbridge braucht, ist Glaube und harte Arbeit. Philipp von Gwynedd. Mit dir wollte ich reden. Wie konntest du es wagen, Bruder Remigius Requiem zu stören? Ich fürchte, der Chor wartet auf mich. Ja, Bruder. Er haut ab. Du kannst ruhig hören, was Philipp zu seiner Verteidigung zu sagen hat. Ja, ich würde sagen, wir bleiben auch stur. Ich war schockiert. Nee, ich bitte nicht um Vergebung, auf keinen Fall. Ich bin auf jeden Fall schockiert. Ich war schockiert über den Tod des Priors. Wie wir alle. Für St. John bist du bestimmt ein guter Prior. Aber hier folgen wir den Regeln. Oho, den Regeln? Aha. Du hast von einem neuen Prior gesprochen. Du hast von einem neuen Prior gesprochen? Die Wahl wird in ein paar Tagen abgehalten, wenn wir alle zum Kapitel zusammenkommen. Mhm. Ja, die Bücher des Priors dürfen aber nicht verbrannt werden, mein Freund. Wir dürfen es nicht zulassen, dass Prior James Bücher verbrannt werden. Das, Philipp, war Prior James' Wunsch. Die Priorei ist verschuldet. Und ohne die Grund- und Hauptbücher wird sich das nie ändern. Außerdem ist das Wissen in diesen Büchern unersetzlich. Philipp, du triffst in dieser Priorei nicht die Entscheidungen. Beschuldige ihn der Anmaßung, zitiere die Bibel. Boah, zitiere die Bibel. Ich weiß nicht, ob das richtig war. Seid nicht Beherrscher eurer Gemeinde, sondern Vorbilder für die Herde. Erster Brief des Petrus, Kapitel 5. Siehste, geht doch. Du hast recht. Ah. Du sollst deine Argumente bei einem Kapitel der Gemeinschaft vortragen. Heute. Danke, Bruder Andrew. Wenn ich hier fertig bin, werde ich allen Mönchen sagen, sie sollen ins Kapitelhaus kommen. Würde es helfen, wenn ich einigen von ihnen Bescheid gebe? Wenn du meinst, bitte. Aber ich bestehe darauf, dass der Chor seine Probe beendet. Die Novizen brauchen schon jetzt viel zu lange. Okay, alles klar. Gut, der Kollege da oben, der weiß ja schon Bescheid, der hier neben steht. Wir müssen gut auf uns Acht geben. Und auf die Kathedrale. Um Prior James zu gewinnen zu retten, müssen alle Brüder der Versammlung beiwohnen. Alles klar. Ja, denn, hallo, junge Mönche. Es gibt gleich eine Kapitelversammlung. Oh ja, wir kommen. Danke, dass du uns Bescheid gesagt hast. So, das wären die ersten beiden. Aber es gibt ja noch mehr zu tun. Und zwar, na gut, der Weg zur Mühle nicht unbedingt, aber dann gehen wir mal zur Brücke. Da ist ja Bruder Paul. Der muss ja ebenfalls hier Bescheid bekommen. Einmal die Straße nach Süden, bitte. Und dann einmal Bruder Paul Bescheid geben. Wobei ich mich frage, wie der da rechtzeitig hinkommt. Es wird bald eine Kapitelversammlung geben. Danke, dass du mir Bescheid gibst, Philipp. Denk an meinen Rat wegen Remigius. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Wir werden ihn ganz schön zu Weißglut treiben. Das habe ich auch vor. So, wie sieht's aus? In der Küche, Milius und Cuthbert.
Es wird heute eine Kapitelversammlung geben. Du hast Andrew überzeugt? Es geschehen noch Wunder. Wir werden da sein. Wunder, du hast unsere Unterstützung. Okay, so. Cuthbert hat das jetzt auch schon gehört oder hat er wieder, war der wieder taub? Es wird heute eine Kapitelversammlung geben. Ausgezeichnet. Ich kann es kaum erwarten, dich und Remigius aufeinandertreffen zu sehen. Oha. Bruder Cuthbert. Keine Bange. Wir sind auf deiner Seite. Okay, so. Die beiden wissen Bescheid. Dann können wir rausgehen. Wir müssen noch den Grabbruder hier Bescheid geben und den Novizen. Erstmal Bruder Arnold, dass der Bescheid weiß. Bruder Arnold, es wird heute eine Kapitelversammlung geben. Heute? Ich werde kommen. Alles klar. Das lasse ich mir nicht entgehen. Oho, das lässt er sich nicht entgehen, alles klar. So, Zeitverschwendung. Zeitverschwendung. Bitte was? Warum? So nach dem Motto, jetzt die kommen ist nicht eh die Zeit, die Heilige Schrift zu befragen. Weil die beiden nur Novizen sind, müssen sie nicht teilnehmen oder dürfen nicht wahrscheinlich, ne? So, haben wir denn jetzt alle? Ich gehe nochmal in die Karte rein. Wir waren jetzt bei den beiden Kollegen Milius und Cuthbert. Wir waren im Kapitel, das haben wir ja eh schon gesprochen. Wir haben auf dem Friedhof dem gerade Bescheid gegeben. Wir haben Bruder Paul Bescheid gegeben da oben. Den beiden Mönchen im Kreuzgang auch. Also eigentlich müssen wir doch alles haben, oder? Glaube ich zumindest schon. Außer ihm jetzt selbst, hier Remigius. Was ist denn? Kannst du nicht sehen, dass ich arbeite? Oh, ist ja immer bitchy, ey. Wegen der Kapitelversammlung. Was das Kapitel betrifft. Sprich mit Bruder Andrew. Hab ich ja. Er wird sich genauso über deine Anwesenheit freuen wie ich. Jetzt geh. Arschgeige, ey. Ja, gut, also ihm können wir wohl nicht Bescheid geben. Er weiß es dann automatisch oder so. Er ist sowieso Best Friends mit Andrew. Die schieben sich ja schon wie die Posten zu. Meine Güte, nochmal. Kein Wunder, dass es hier nicht läuft. So, wir waren noch nicht in der Kathedrale und da ist aber eigentlich... Ich habe es gehört, ganz sicher. Da war was. Das ist der Kantor. Er hat recht. Der Kantor und sein Chor ist hier auf einmal. Was ist los, Bruder? Sie wollen nicht singen. Es ist Adolphus. Was? Da war gar nichts. Glaub mir. Ich habe es gehört. Ein Heulen aus der Krypta. Ich glaube, ich habe es auch gehört. Nein, ihr irrt euch. Es klang wie eine Peitsche, als Geißler sich. Das Ende aller Tage ist gekommen. Bruder Philipp, bitte, beweise ihnen, dass da unten nichts und niemand ist. Kein Grund zur Beunruhigung, Brüder. Adolphus ruht in Frieden. Es war nur eine Eule. Ich hab dir doch gesagt, da war nichts. Gott segne dich, Bruder Philipp. Ich wusste, dass ich was gehört habe. Jetzt seid still. Konzentriert euch und... Okay, und es wird gesungen. Bruder Andrew hat eine Versammlung einberufen. In Ordnung. Geh schon mal vor. Wir kommen in ein paar Minuten nach. Okay. Wie sieht das mit Francis aus? Muss ja auch noch Bescheid wissen, er ist ja eigentlich kein Ordensmitglied. Der Sakristan hat einem Treffen zugestimmt. Noch heute. So kann ich vielleicht an den Brief kommen, nach dem du suchst. Wunderbar, Philipp. Ich werde auch kommen. Okay, Vollversammlung. Jetzt haben wir alle. Das ist gut, dass mir Steam das auch sagt.
Und wir haben auch gerade 20 Minuten geschafft. Sprich, wir gehen jetzt noch in den Kreuzgang und sind dann direkt vorm Kapitelhaus. Und da werden wir hier das nächste Mal weitermachen. Ich halte die Folgen betont wirklich auf 20 Minuten kurz, damit ich nicht immer vor dem Problem stehe, dass die Folgen knapp werden oder so. Weil ich habe jetzt ein bisschen Zeit zum Aufnehmen, aber in den nächsten Tagen wird es wieder eng. Morgen findet ja zum Beispiel ein Stream schon wieder statt und so weiter. Und das wird alles pickepacke voll und knapp. Deswegen ja, bleiben wir hier bei knapp 20 Minuten. Das reicht jetzt auch auf jeden Fall. Denn es wird wieder spannend und es ist ein kleiner Cliffhanger. Das ist immer ganz nett. Bei der nächsten Folge geht es dann los mit der Kapitelversammlung. Und das wird interessant. Also bleibt gespannt bis zur nächsten Folge. Das ist ja ein Projekt, das ja auch täglich erscheint. Das mache ich auch deswegen, weil das halt kein Riesenprojekt ist, was über eh schon einen langen Zeitraum geht. Und dann finde ich, kann man das auch täglich zeigen. Gut, also bis zur nächsten Folge, liebe Leute, euer Tastenhauer.